Ihr schaut LTV mit dem Denon DNP27AE Netzwerk Audio Player, den man an das bestehende Heimnetzwerk anbinden kann. Dadurch, dass man dieses Gerät für ungefähr 500 Euro ab September kaufen wird, kann man über das Netzwerkkabel oder über WLAN dann die Musik ansteuern, die man im Heimnetzwerk zur Verfügung hat, auf seinem UPnP-Computer zu Hause oder über die Netzwerkfestplatte. Und wir sehen können, wir haben ein dreizeiliges Display. Hier kann man bei Source auswählen aus LastFM-Liedern noch Napster. Man kann auch über den iPod, FM, AM-Radio und hier wirklich alles einfach durchgehend auswählen. Und ansonsten im Menü können wir eigentlich auch die Lieder entsprechend von der Festplatte, die wir dann haben, auswählen. Es reagiert ein bisschen langsam, wie ihr sehen könnt, aber eigentlich mit links kann man immer aus dem Ordner raus und dann wirklich entsprechend das auswählen, was ihr gerade hören wollt. Von den Anschlüssen her, schauen wir uns die Rückseite mal ganz kurz an. Dann könnt ihr sehen, wir haben wirklich für alles eine Option. Ein ganz normal Strom, 1000 Mbit Netzwerk, WLAN, optischer Ausgang, ganz normaler analoger Ausgang. Dann haben wir hier noch für die alten Lautsprecher bzw. die Antenne für Radio bzw. ja, je nachdem, was hier anschließt, FM und AM. Und ja, das war es eigentlich auch schon von dem Denon DNP27AE. Vielen Dank fürs Zuschauen bei LTV. Mein Name ist Malaschka und bis zum nächsten Mal.